Man lohnt, wenn man im Gemeinschaftsgebet zu zweit ist, beziehungsweise zu dritt? Ja, bekommt man. Natürlich, 27 Mal. Ab zwei Leuten, wie Imam Bukhari gesagt hat. Ab zwei Leuten bekommt man den Lohn von Jama'ah. Aber derjenige, der eine Moschee in seiner unmittelbaren Nähe hat, muss dort beten und nicht zu Hause mit seiner Frau, als Mann. Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat dem blinden Sahabi gesagt, hörst du den Ruf? Das heißt, hörst du den Adhan? Das heißt, ist die Moschee in deiner unmittelbaren Nähe? Sagte er ja, dann sagte er, antworte dem Adhan. Das heißt, komm zur Moschee, du musst in der Moschee beten.